Liebe Besucher des Filmfestes in Braunschweig und liebe Waldfreunde, sage ich zu diesem Filmbeitrag explizit dazu. Sie haben ja diesen Film ausgewählt, um ihn anzuschauen. Und ich muss Ihnen sagen, Sie haben gut ausgewählt. Es ist ein beeindruckender Film. Entspannte 90 Minuten haben Sie nicht zu erwarten. Aber ich glaube, davon gehen Sie auch nicht aus. Es ist ein ernster Film. Mich als Förster hat er berührt. Er ist auch teilweise beklemmend, weil es um den Raubbau an den Wäldern in verschiedenen Regionen dieser Erde geht. Zum Beispiel in Russland, China, Südamerika, Peru, das ist alles weit weg. Aber auch Rumänien in der Mitte Europas. Und das in Zeiten des Klimawandels, in denen den Wäldern eine überragende Bedeutung beigemessen wird für den Klimaschutz, für den Naturschutz, für den Erhalt der Artenvielfalt, für unser Wohlbefinden in den Wäldern, für unsere Erholung, aber auch für den Rohstoff Holz. Von den Organisatoren des Filmfestivals bin ich angefragt oder gebeten worden, ein paar Worte einführend zu diesem besonderen Film zu sagen. Das ist nicht einfach, weil ich in meiner beruflichen Vorstellung als Förster Vorstellungen, ein Verständnis von einer modernen Forstwirtschaft habe, die dem krass entgegensteht, was Sie in dem Film gleich zu sehen bekommen. Ich übe den Forstberuf als Berufung seit über 30 Jahren aus. Ich ernte Holz, ich pflege den Wald, ich gestalte den Wald für eine Zukunft in 100 Jahren. Das machen alle Förster und Försterinnen. Und wir haben eine andere Vorstellung von Forstwirtschaft. Holz ist ein unglaublich wichtiger Rohstoff, eine wertvolle Ressource. Und sie wird immer wertvoller werden. Schauen Sie sich in Ihrem Umfeld mal um und x'en alles von dem aus, was um Sie herum ist, was aus Holz ist. Das fängt beim Dachstuhl an. Das geht dann weiter bei den Möbeln, Tischen, Stühlen, vielleicht das Parkett, der Dielenfußboden, das in Corona-Zeiten so begehrte weiße Papier, Spielzeug der Kinder, Musikinstrument, Zeitungen. Dies ist alles aus Holz und das ist auch im Prinzip gut so, weil Holz eine nachwachsende Ressource ist und darum geht es. Dies rechtfertigt aber keinen Raubbau an den Wäldern. Und wir Förster, wir haben andere Vorstellungen von einer modernen Forstwirtschaft, die der Gesellschaft dient, die sich an den Interessen der Gesellschaft orientiert. Und diese Forstwirtschaft geht davon aus, dass wir die Wälder so nutzen, dass wir nur den Zuwachs, den sie liefern, entnehmen. Und das heißt, wenn wir Holz ernten, dann ist hinterher nicht weniger da. Schon gar nicht gehen Wälder verloren. Und das Holz füllt sich durch den Zuwachs immer wieder auf. Das sind die kleinen Bäumchen, die heute heranwachsen, um mal so dick zu werden wie die älteren, die wir dann entnehmen können. Aber der Nachwuchs steht schon in den Startlöchern. Das ist unsere Vorstellung von einer modernen Forstwirtschaft. Das ist auch eine Vision, die wir Förster als Beitrag für die Gesellschaft sehen, dass alles in einer Kreislaufwirtschaft mal mündet. Die Gesellschaft befindet sich gerade in einer Umgestaltung weg von den endlichen fossilen Rohstoffen zu den nachwachsenden. Und dazu zählt eben auch Holz. Aber das liegt auch in der Botschaft dieses Filmes. Legale, nachhaltige Holznutzung, das muss sein. Wir können den manche Träume nicht erfüllen, dass diese Erde wieder in ursprüngliche Zustände zurückentwickelt wird. Holz ist notwendig, aber
Das muss auf nachhaltige Weise passieren, nachwachsende Weise, erneuerbare Weise und nicht auf dem illegalen Weg. Das ist meine Perspektive auf die Wälder, auf den Wald. Vielleicht denken Sie beim Betrachten des Filmes, des Beitrages ab und an daran und es kann Ihnen die eine oder andere Anregung geben. Darüber würde ich mich freuen. Ansonsten wünsche ich Ihnen gute Erkenntnisse, aber auch natürlich einen spannenden Filmbeitrag von Bismarck Woods. Dieses Mal ein Online-Festival vom 2. bis 8. November 2020 aufgrund der besonderen Zeiten. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung.